Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Und zwar jetzt auch bei uns im neuen Jahr. Endlich. Ich bin Hallo! Mit Betty hier, wie immer. Ich bin hier mit Flo Content. Und endlich. Endlich. Auch im neuen Jahr werde ich nicht aufhören, das zu erwähnen. Ja, nee, hör auf. Und endlich können wir oder haben mal so eine kleine Pause gemacht, obwohl wir eigentlich keine Pause machen wollten. Nee, das war, das kam sehr plötzlich. Das kam wirklich plötzlich. Also ich war halt so in diesem Dreh drin, dass ich halt irgendwie gar keine Lust habe, am Computer zu sein, ne? Weil man muss halt auch mal eine Auszeit haben und das alles, ne? Und ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen hier. Ach, es ist so komisch, gerade Tiere zu füttern. Ja. Liebe, noch mehr Liebe. Hallo, guck mal, ich hab euch alle lieb. Wirklich? Hast du mich auch lieb? Ich hab dich auch lieb. Natürlich hab ich dich auch lieb. Ach, na dann. Oh, ich glaube, das sind die ersten Folgen Stardew Valley, die wir aufnehmen, wo ich die neue Webcam habe. Ah ja, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Cool, ich habe eine neue Webcam. Machen wir den Mais auch hier mit rein. Ja, das war's. Mache ich den Raps hier noch ein bisschen hin. Blaubeeren können auch hier rein. Brauchst jetzt sehr ich viele... Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wir müssen wirklich anfangen, uns anzugucken, wo wir aufgehört haben. Ich habe keine Ahnung, was wir als letztes gemacht haben. Wozu habe ich hier, was hatte ich für eine Idee, wozu habe ich den Steinzaun gezogen? Eichenholz. Oh, stimmt, ich habe meine Obstbäume hier gepflanzt. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich nochmal Eichenholz hierher bekomme. Oder Harz wäre halt auch mal was ganz Gutes. Kiefernzapfen, Ahorn. So. Stimmt, ich habe angefangen, meine Felder neu anzulegen. Nein, ich will die nicht essen. Okay. In welcher Jahreszeit sind wir überhaupt? Ja, wir sind im Sommer. Sommer. Aber dann auch gleich wieder im Herbst, ey. Also im nächsten Part sind wir dann schon im Herbst. Stimmt, 28. Und dann sind wir im nächsten Part im Herbst. Ja. Crazy. So schnell geht's wieder, ne? Was? Haben wir so zeitig vorm Herbst aufgehört? Ich glaub schon. Heftig. Hopfen. Kann ich jetzt bitte rein, danke. So. Oh, ich habe ja ganz schön viele Käse-Dinger hier. Ich habe irgendwie in meiner Kiste auch 16 Käse oder so. Ja, aber ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Käsepressen. Ich nicht. Ich habe 4, aber ich habe 8 Mayonnaise. Nee, 4 Mayonnaise-Pressen. Oder? Weil bei mir läuft, ich möchte die Milch nicht trinken. So. So, liegt hier noch was drin? 12 mal normale Mayo. Warum behalte ich die normale und verkaufe die andere? Ja, macht eigentlich Sinn, dass ich das so tue, aber... nee, ich habe 4 Mayo-Pressen. Aha. Oh, die habe ich auch noch, die Dinger hier. Ich muss echt, das ist halt, es ist jedes Mal so krass. Jedes Mal die Pause, die wir haben, ist so ein Punkt von, man muss sich erstmal orientieren, wo man war. Das ist so... Ja, das stimmt, Part, das stimmt, ja. Das ist das größte Problem, was wir, glaube ich, beide haben in Stardew Valley ist, dass wir einen Part brauchen, um wieder reinzufinden. Ja. Dann hast du so einen Part, der so normal funktioniert und danach hören wir halt schon wieder auf aufzunehmen und haben halt wieder so 2 Wochen Pause. Und dann finden wir wieder nicht rein. Dann haben wir wieder einen Part, der relativ lost ist, weil wir nicht wissen, wo wir angehalten haben. Mhm, das stimmt. Das muss man irgendwie ändern, aber wie? Ja, weiß ich nicht. Regel, vielleicht, also vielleicht nur so als Vorschlag, wäre der Way to Go ein bisschen, also kleinere Sessions, aber dafür regelmäßiger halt, na, damit du den Überblick halt nicht verlierst.
dass man halt sagt, weiß ich nicht, alle 3, 4 Tage, man guckt mal ein, zweimal die Woche immer so 2, 3 Parts oder so. Ja. Dass man dann guckt, weil ich glaube, wenn wir das so beibehalten, dann wäre das voll solide. Bei Ich habe kleineren nämlich beim Sessions, besten das Willen. fühle ich jetzt nicht so. Ja, kann ich verstehen. Das Ding ist, ich habe halt beim besten Willen die Pause jetzt aber auch krank so. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wozu ich den Zaun gezogen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So. Ich habe hier oben funktionierende Felder. Ich glaube, das wollte ich nochmal umsetzen, ne? Die Stimmt, ich ganze hatte mal Feldthematik und Schattenmayonnaise. so. Habe ich jetzt irgendwie alle begrüßt hier? Ja. 1, 2, Jenny, geht's 3. gut? Okay. Ja, dann wollte ich hier unten nochmal 2 Felder mit ransetzen. Das weiß ich. Und hier sind ja dann meine Obstbäume. Genau. Dann habe ich hier die Tierchen. Und dann wollte ich, glaube ich, hier nochmal die Möglichkeit ergreifen, weitere Ställe hinzubauen. Dann habe ich quasi 4 Ställe. Dann kommt hier wieder ein Zwischenpart. Und dann haben wir hier unten nochmal ein Stück. Was wir mit dem machen, weiß ich nicht. Ob wir hier Bäume pflanzen? Ob wir nochmal Felder anlegen? Ich habe keine Ahnung. Ob wir hier vielleicht einfach was Schönes machen, so ein Silo hinbauen und so eine Scheune hinbauen oder so. Weiß ich nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall So. wachsen hier gerade Bäume, wie ich sehe. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal von jedem einen Baum anpflanzen, um halt so die ganzen Harzdinger und sowas zu kriegen. Das wäre schlau, das zu tun. 500 und 200 Steine. Nope. So, das Problem ist nur, jetzt hat halt eh alles zu. Ich brauche halt auch nicht mehr. Ach, warte mal. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile ein eigenes Telefon? Ja, tatsächlich. Oh, ich muss auf jeden Fall Holz suchen, das weiß ich. Robin. Bau-Upgrade Kosten prüfen. Das wollte ich, genau. Brunnen. Silo, Mühle, Schuppen. Das sind halt alles Sachen, die wir noch brauchen. Gibt noch Ja. einen Pferdestall. Ein Schleimstall? Auch doch keiner. Luxus-Hühnerstall. Großer Stall. Bietet Platz für 8 Stalltiere. Ermöglicht hier Nachwuchs zu bekommen. Schaltet Ziegen frei. Vielleicht sollte ich das als erstes machen. Dann brauchst du denn, 400. ja. 450 Holz, 200 Stein. Habe ich das schon? Weil ich hätte halt ganz gern eigentlich Ziegen. Ja, Ziegen Was sind war halt auch das? wichtig, stimmt, ja. 450 Holz? Shit, Alter, ich brauche Holz. Konnte ich nicht irgendwie mal nur die Hälfte? Ach, so war es die Hälfte. Okay. So, nein. Behalt das doch da. Das haben wir. Ja, dann gehen wir auf Holzsuche, würde ich sagen. Ich bin auch gerade auf Holzsuche. Die Frage ist, in welche Richtung bist du Holz suchen gegangen? Nicht da, wo du gerade lang gehst, also alles gut. Okay. Nicht da, wo du bist. Nicht da, wo du bist. Sir. 450 Oh, Holz. ich hab ne Sequenz. Oh, ein Bär ist im. Okay. Dieser Geruch. Komm näher. Der Bär redet mit mir. Ich komme in der Klapse, ich sag's dir. Honig? Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du als Waldmagie in dir. Was? Also dann, zu meiner Notiz, hast du mir mitgebracht? Ach, ich hatte noch hier
Ich hatte was Bestimmtes in meinem Inventar, deswegen ist jetzt die Sequenz von diesem Bär drin. Oh, dieser Duft, das riecht so süß. Es ist meine Als ob Lieblingssoße, der die macht instant mich sehr schlafen glücklich. gegangen ist. Ja, ist Wach halt so. auf! Wach auf, guck mal, ich Oh. habe eine Träne für dich. Ich lieg mit meinem Crush in einem Bett. Du hast einen neuen Freund gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du mit dem jetzt Weiß befreundet? ich nicht, keine Ahnung. Ich habe was Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Der Bär hat dir was besonderes Wissen mitgeteilt, okay? Okay. Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt drei so viel Gold wert. Oh. Okay. Was? Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert? Ja. Okay, das ist krass. Das macht halt schon echt einen Unterschied, ne? That's the point. Crazy, das ist voll cool. Kann ich auch den Bären treffen? Hallo? Dafür musst du halt so ein Ahornsirup, glaube ich, mitnehmen. Und dann bei mir hier im Wald ankommen, da. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich von Ahornsirup da hatte oder so. Ich glaube, ich werde mich mal am nächsten Tag damit ein bisschen auseinandersetzen, dass wir so ein bisschen die Gegend wieder bepflanzen. Ja. Herrlich. Ich habe immer noch keinen süßen Geschmack hier. Okay. Ich mache hier gerade das ganze Hartholz nochmal ab, weil ich ja für was suche gerade. Ja. Ja, wir hacken Holz und wir hacken Holz und wir hacken noch mehr Holz. Ja, wir hacken Holz. Ist der neue Holzsong. Aha. Und wir holen uns Eisen. Weil Eisen ist wirklich cool. Dann gehe ich jetzt wieder Denn hier lang. ohne unser geliebtes Eisen ist Gay Shit trotzdem schwul. Was laberst du? Keine Ahnung. Ach ja. Die Frage ist, ob ich dafür jetzt gerade schon gecancelt werde, obwohl obvious ist, wie ich es gemeint habe. Oh, es wird spät. Oh, es wird wirklich spät. Bushaltestelle. Komm mal klar, ist doch noch nicht mal so weit. Ja. Guck mal, Flo, Wanted the ich best of gehe so me. pünktlich nach Hause, dass ich genug Zeit habe, mein eigenes Haus zu betreten und mich in mein eigenes Bett zu legen, weil ich nämlich ganz bewusst darüber nachdenke, welche Grenzen hier gezogen werden und diese respektiere. Ja? Cool, oder? Ja, sehr cool. Oh. Also ich liege im Bett. Ja, ich bin auch gleich da. Flo, verpiss dich. Fass es nicht. Ich fasse es nicht. Lol, als ob ich halt einfach für 44 Blaubeeren einfach 4000 Gold bekommen habe. Wie viel? Na, ich habe jetzt gar nichts verkauft, verdammt. 2000. 2200 Hopfen. 25 Mais 50. Käse 414 pro Käse. Und brenne 42 pro Mayo. Ja, okay, das erklärt's. Wow. Die Frage, also ich sollte mich auch langsam mal so ein bisschen mehr mit dem Angeln beschäftigen, weil ich Angeln ist halt die Fähigkeit, die ich am wenigsten gelevelt habe bis jetzt. Ja, immerhin bist du auf die andere Seite rübergerutscht und hast mich nicht geschubst.
Die Königin der Soßen, Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist geröstete Haselnüsse. Ich habe einen schönen alten Haselnussbaum hinter meinem Haus und jedes Jahr lade ich meine Familie zu einer Röstparty ein. Sobald wir einmal mit dem Rösten beginnen, kommen definitiv auch die Nachbarn vorbei. Dieser tiefe, nussige Geruch ist einfach unwiderstehlich. Also, hier das Familienrezept. Du hast gelernt, wie man geröstete Haselnüsse macht. Wie cool. Der Bär hat mich gerade angerufen. Oh, ich hab Post. Hallo Betty, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden am Pelikan vorbeischwimmen und ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Langweilig. Oh mein Gott, das ist Mondlichtquallennacht. Oh, das fand ich im ersten Jahr schon so schön. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Demetrius, sehr, sehr gerne. Oh, ja, warum juckt meine Nase so? Oh. Sorry. So, ich werde jetzt mal was kaufen. Gib mir Hopfen. Oh, meine Bäume wachsen. Meine Chilis sind fertig. Geil, kannst direkt noch mal ein bisschen was hier mit wegernten, bevor das Jahr vorbei ist. Also die Saison. Oh, und Honig und sowas ist auch alles fertig. Das ist sehr cool. Das wird alles gegossen, ne? Das wird alles gegossen. Die hier oben nicht. Ich weiß nicht mehr, was das für Pflanzen sind. Keine Ahnung, frag mich nicht. So, du bist auch nicht gegossen. Ich habe wirklich gestern. Ich habe wirklich vergessen zu gießen, aber es ist trotzdem was gewachsen, alles klar. Ich weiß gar nicht, muss ich die Bäume gießen? Keine Ahnung. Oh, mein Kaffee. Nee, Bäume musst du nicht gießen. Ist mir egal, ich gieße sie trotzdem sicher, ist sicher. So, dann pflanzen wir jetzt mal ein bisschen was an. Ne? Wie gesagt, hier sollen weitere Ställe mit hin. Nee, Hummer, das ist hier alles aus der Erde. Was ist das für ein Quatsch? Ich weiß es nicht. So, wir bauen die jetzt nämlich einfach mal hier hinten. Ah, ja. Einfach die Reihe entlang. Das ist ein Apfel, ich habe einen Apfel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was kann man noch als Baum anpflanzen? Hart sehr wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt wieder nichts Schönes, ich sag's dir. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Ich aber. Beim Spartime, du riechst genau richtig. Sehr cool. Ich weiß doch, wo ich langlaufen muss. Ein Zug fährt durch. Was hat er wohl dabei? Nichts Besonderes. Es ist ein Joja-Zug. Das kann ja nichts werden. Hat er überhaupt irgendwas abgeworfen, der Vollidiot? Nee. Oh, ich sollte aufhören, so zu fluchen. Das ist nicht gut. Hab nicht geflucht. Okay, kann wieder gehen. Was machst du da? Den Baum abhauen. Ich wollte schon sagen, ey. Nicht die mit den Kiefern-Dingern hier. Mit den Abtropfdingern da. Du weißt schon. Ja, obvious nämlich nicht den Baum mit den Abtropfdingern. Ja. So, das ist aber auch ganz gut, weil wie viel Holz habe ich denn jetzt? 413. Ich brauche einen weiteren Baum. Ach komm. Einen Baum. Ich brauche nämlich 450, um den Stall zu erweitern. Aha. So, jetzt bitte lass das jetzt nicht alles ins Wasser fallen. Nein, oh, scheiße. Sag man nicht. Wie viel sind's? Entschuldigung. Ich bin ein vernünftiger Mitbürger. Wie viel sind's? 437. Ach, das wird ja nicht angehen. Als ob mir jetzt immer noch 20 Holz fehlen, knapp. Ah, ei. Gehen wir nochmal kurz runter. Ich muss auf jeden Fall jetzt einmal zu Robin ran.
kann ich das direkt erledigen, wenn ich hier schon mal auf der Höhe bin. So, ich habe jetzt einen Apfel. Apfel habe ich hier. Steht hier nirgendwo ein Baum? Kann weg. Kann alles weg. Steht hier nirgendwo ein Baum? Nee, da nicht. Wo du gerade bist, da nicht. In der Stadt nirgendwo. Du musst schon nach unten, da wo Lea wohnt. Hier stehen auch Bäume. Oh, nee, das ist nervig. Das ist nö. Nö. Als ob ich jetzt 3 Jahre nach dem Baum suche. Anscheinend, ich weiß nicht. So, jetzt fehlen mir noch 10 Holz. Okay. So, jetzt muss ich halt mich um meine Kühe und das alles kümmern hier. Geht's hier unten noch weiter? Nein. Da war ich schon einmal bei Robin auf der Ecke und ich habe einfach nichts dabei. Ich habe eine Idee. Es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fischen wir nicht ein bisschen heraus, um das Tal zu verschönern? Linus oder Aufrufe an alle Amateur-Paläontologen. Ich brauche 100 Knochenstücke. Ich werde tatsächlich, wenn wir eins davon annehmen, dafür ein bisschen fischen zu gehen. Ja, mach das. Die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Lol, ich komme nicht an den Strand. Oh, wann ist nochmal 17 Uhr, ne? Weiß ich nicht, ich glaube. Ja, es wird ja sowieso angezeigt. Kann ich nicht abhaken. Dann gehen wir nochmal ein weiter rüber. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Holz. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Langweilig. Nicht mal was Ordentliches wegschmeißen tun, so heutzutage. Na super. Aber du kannst es wenigstens in eine Recycle-Maschine reinmachen. Da stellen wir dann auch ganz gut so, weißt du? Kannst mir doch nicht erzählen, dass die alle ihre Nahrungsmittel aufessen. Das halte ich für ein Gerücht. Das kann man ja nur glauben. So. Hier unten wächst eigentlich sehr viel Neues. Das ist eigentlich schon cool. Direkt mal kurz wieder Steine ein bisschen mit auffüllen. So ein bisschen doch. Zumindest. Okay, dann halt doch erst morgen zu Robin. Ist ja auch okay. Oh, Arme. Das mal hier hin. Aber es gibt doch mehr als 2 Arten von Bäumen, ne? Ahorn. 3. Ahornsamen, Kiefernzapfen. Kriegst du Ahornsirup und Kiefernteer her? Stimmt, Eichel. Aber Eichel brauche ich. Auch Eichel. Also Eichel, Saft hier. Oh, weißt ich habe eine geheime Notiz gefunden. Ghoul. Was steht drauf? Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Oh, mysteriös. Mysteriös. Können wir mal nachschauen gehen? Das, ich glaube, das Ding geht übrigens 20 Uhr los, weil es ja diese Nachtquallen-Dinger Ach sind. Ach so, ja. Ich mach das und das mit. Wieso kann ich keine... Oh, hier ist Abigail. Hast du jemals das Bedürfnis, einfach auf Erkundungstour zu gehen, Betty? Okay, stell dir einfach vor, du hättest einen kostenlosen Urlaub gewonnen. Wohin würdest du gehen? Zum Strand, in eine dunkle Höhle, in den alten knorrigen Wald, zum Julia Megamall? Ich hätte Bock auf einen Wald. Oh ja, das klingt wundervoll. Abigail mag mich. Was mag Abigail nochmal? Ich weiß oh, es Abigail nicht. War das, glaube ich, mit dem Kürbis, ne? Ich muss kurz mal googeln. Oh, so. die Schweinefrau ist da. Ja. Schweinefrau. Abigail Stadio Belle. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich das nicht mehr weiß.
Amethyst, Bananenpudding, Blackberry Cobbler, Chocolate Cake, Golden Pumpkin, Pufferfish Pumpkin und Spicy Eel. Ich habe nichts davon dabei, ne? Nee. Aber sag ich ja, sie war das mit dem Kürbis. Aber sie ist auch sehr kompliziert, was sie haben möchte, weißt du? Gefühlt möchte halt jeder einen Diamant haben. Nee, gar nicht. Aber egal, wo ich Absolut dann nicht. drauf gucke, irgendwie möchte jeder einen Diamant haben, keine Ahnung. So, ist das der Punkt, wo ich jetzt schon mal langsam wieder Richtung Dings gehe? Richtung Strand runter, ja, ne? Ja. Was sollte ich an so einem warmen, faulen Tag tun? Seufzt Lea. War Lea die, die Treibholz mag? Ja. Lea! Warte! Warte! Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Ich hab sie geschenkt. Hui. Dann gehen wir jetzt mal zu unserer wunderschönen Laterne. Ach, wer bist denn du? Kent. Ich Es weiß ist nicht, was ich mit ja. mir anfangen soll, seit ich zurück bin. Ich bin an mehr Struktur in meinem Alltag gewöhnt. Der Vater von Guck Sam. mal, ich habe eine gefrorene Träne. Hey, also das ist ein wirklich großartiges Geschenk. Danke. Kent und ich mögen uns jetzt. Guck mal, so macht man sich Freunde. Ich habe einfach geraten. Wie du auch schon da unten stehst und Ja, wartest, ey. deswegen. So, Mani, das ist eine ganz schön große Mal Menschen. Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strandes. Du kannst hier oben noch im Ich kann Job nicht glauben, reingehen, dass der ne? Sommer vorbei ist. Oh ja, ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse das jedes Mal. Ich habe mir so Meerespudding jetzt gekauft. Das Leben ist für eine Qualle so einfach, sich einfach für immer von den Wellen tragen lassen. Ich glaube, so einfach ist das gar nicht. Nee. Mondlichtquallen, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde es natürlich nicht versuchen. Gas ist einfach so ein. Sag Gas nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Wir nehmen aber jeweils uns Mondlichtquallenbanner mit. Wolkenaugkleber. Raumschiffaugkleber. Meerschaumpudding. Was bringt der? Dieser Briny-Pudding wird sich wirklich in die Maritime-Denkweise bringen. Plus 4 Fischen. Nee, komm, wir nehmen noch einen Teppich mit. Ja, okay, komm, was soll's. Pudding. Ja, warum nimmst du den ja nicht mit? Du sagst so, ja, lass mal machen, weißt Sebastian, ich dachte, dort hätte sich etwas bewegt, etwas Großes, etwas Dunkles. Echt? Wollte dir nur Angst einjagen. Ach so, hat nicht funktioniert. Solch eine seltene und aufregende Sache. Ich frage mich, ob die giftig sind. Also ich wäre so weit, ich bleib hier stehen. Ich bleib gut. bei meinen Freunden. Aber du bist sowieso jetzt, glaube ich, zu mir gebeamt. Ach, blöd. Ich will bei meinen Freunden bleiben. Mal gucken, ob du da bleibst. Natürlich. Verarscht! Ey, aber Alex ist bei mir! Wie cool ist das denn? Er ist bei mir! Bei mir ist er nicht bei dir. Oh, ja, aber Alex steht bei mir. Der hat deinen Platz eingenommen. Ja, da stehe ich. Ja, er steht eigentlich vor dir, so gesagt. Ah, okay. Ja. Guck mal. Ah, wie schön. Mani. Ja. Quallenfischen. Alter. Hat wer eine Angel dabei? Wir brauchen Angel, wir brauchen ein Netz und ein Messer. Quallenfischen. Aber es ist schon, also for real, dafür, dass es halt ein Pixel-Game ist, es ist so schön gemacht. Ja, ist echt schön. Es Vor ist so allem, toll. kommt denn da vielleicht auch Marmelade raus, wie bei SpongeBob? Ah, Quallengelee. Quallengelee. Quallenfischen, 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 Guck mal, da würdest du Quallenfischen. jetzt sitzen, stehen da. Mit deinen Freunden, aber die haben dich ausgestoßen.
Nee, du hast mich einfach nur gezwungen, bei dir Lüsch. und Alex zu Steht da sein. mein. Ey, komm, Alex. komm hier. Dann würde halt beim hinter mir würde dann auch Sebastian stehen. Oh, das wäre schon Da. cool. Da. Das war's jetzt? Achso. Die Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Das Mondlichtquellen Leuchten. führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Wo sie Mondlichtquallen. denn sterben? Wo sie Nein. elendig verrecken. Recken. Okay, so. Oh, wir haben ja schon eine halbe Stunde. Ist aber schön. Ja, wir gehen jetzt ins So. Bett machen. Hi, hi. Okay. So, ich möchte jetzt Wirklich, ich erstmal schlafe wissen. alleine, geil. Ich möchte Ja. erstmal wissen, wie viel ich überhaupt jetzt verdient habe, weil ich so viel Käse verkauft habe. Ach du Scheibenkleister. Insgesamt habe ich 16.338. Dort Das tut ja ist mal sehr, was. sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, so Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge von Stardew Valley. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hättet ihr das gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao, ciao! Ciao.